Ich wüsste gerne, wie er da dran gekommen ist. Ich meine, wie hat das Melchior hinbekommen? Ist er durch die Zeit gereist, wie wir das so machen? Oder wer ist der überhaupt? Okay, er sagt, er ist Schmied, hat er gesagt, ja. Und ich nehme das Schwert zur Brust. Verstanden. Und was ich auch interessant finde, der Melchior hat sich nicht über den Roboter gewundert. Kommt schon, das ist doch in irgendeiner Art seltsam. Und wir können jetzt zusehen. Das ist natürlich auch sehr klasse. Wie eine Cutscene, nur halt nicht so mit moderner Grafik. Und deswegen kann ich auch reden, denke ich mal, verstanden. Ja, ihr kennt das ja, ich lese lautlos, so wie ihr, und maximal quatsche ich rein. Das wird dann nichts wie los. Und zack, und coole Bewegung und wusch, blink. Ja. Eigentlich sieht Schmieden anders aus, aber wir haben ja schon einige logische Fehler in diesem Spiel entdeckt. Ich glaube, am Schluss sollte ich mal so ein Special machen mit allen logischen Denkfehlern, die mir in diesem Spiel aufgefallen sind, oder zumindest die ich für unlogisch halte. Ich denke, das Warten hat sich gelohnt. So. Haha. Und. Boah. Sehr gut. Dies ist das Masamune. Wundervoll, was für eine Waffe. Okay. Anscheinend sollen wir dem Frosch einen Frosch, ein übelst seltenes, episches Schwert geben. Schwert im Bewusstsein der Konsequenzen. Möchtet ihr das kaufen? Ja. Ja, gut. Hier gibt's nichts Neues. Ah, dieses Masamune scheint ja wirklich sowas wie das Excalibur von Chrono Trigger zu sein. Ja. Okay, jetzt gehen wir hier wieder ins Wohnhaus. Das Stück Kuchen ist weg, fällt mir auf. Das habe ich einmal gegessen und es scheint nicht wieder zu kommen. Okay. Ja, unsere große Aufgabe ist ja eigentlich immer noch, den Magus zu töten. Erinnern uns, der Typ, der angeblich, oder eigentlich ziemlich sicher, Lavos in diese Welt beschworen hat. Genau, und wir gehen... Friedensschlucht, 600 Jahre AD, genau. Ich weiß noch nicht, was bedeutet eigentlich nochmal AD? Das war, irgend so ein Ereignis. Ach, ich weiß es nicht mehr, tut mir leid. Ich hätte es bestimmt mehr merken sollen. Egal, wir gehen jetzt hier rüber. Wir kennen ja den Weg mittlerweile. Und wie friedlich, man hört das Wasser rauschen, blusch, blusch, blub. Und jetzt den Imp-Experten, ist das ein stärkerer Gegner? Nein, oder? Na gut, das war ein kritischer Angriff. Und? Ja, nein, es sind immer noch die schwächeren Versionen. Soll mich nicht stören, soll mich nicht stören. Weiter geht es, wir laufen hier rüber, hier runter. Meine Strickleiter gehen an denen vorbei, die bringen keine Erfahrung und haben die gerade auch schon verlassen. Ja. Ich liebe eigentlich die Musik aus dieser Zeitepoche ganz besonders. Weiß ich nicht, die klingt friedlicher als die anderen. So, der Frosch, der war hier in diesem Zauberwald. Ja, der hieß, glaube ich, Zauberwald. Wir sehen es gleich. Genau, Zauberwald. Gehen hier an diesen blöden Kröten vorbei, die eigentlich nur lästig waren. Wobei, ich könnte sie... Nein. Eigentlich wollte ich sie nicht bekämpfen. Ich möchte nicht ständig eure Zeit damit beanspruchen, dass ich hier nervige Gegner zum zigtausendsten Mal getötet habe. Naja, ändern kann ich das gerade nicht. Das tut mir leid. Nö, nee, eigentlich nicht. Aber... Bam, bam, bam. Ja, ich hatte vorhin angefangen, über meine zwei Abonnenten zu reden. Von den einen, der mich geärgert hatte, von dem ich nicht mehr verstanden habe, also der erstere, der jetzt hat mich nicht mehr abonniert, aber ist immer noch unter meinen Freunden. Möchte wohl mit Let's Play anfangen und ist deswegen auf mich oder über mich gestolpert. Und jetzt gibt es einen neuen Let's Player, der mich abonniert hat. Das ist ein stetiger Wechsel hin und her. Schockierend. Wunderbar.
Da bist du wieder. Oder müssen wir... Boah, wie so ein Frosch. Und da haben sie das, hat er das Schwert. Das ist das Schwert. Masamune. Ja. Ich halte Stimmenverstellung nicht sehr lange durch. Das tut mir zwar ein wenig leid für euch. Aber naja. Nur nachdenken, bleibt über Nacht hier. Wir schlafen alle drei zusammen in diesem kleinen Bett. Okay, was passiert jetzt? Kyros, ihr brecht auf. Ja, es wird Zeit, dass wir den Froschkönig das Amulett abnehmen. Ich möchte das mystische Schwert mit meinen eigenen Augen sehen. Wer ist das? Was ist das? Sagen wir dieses Knall, das werde ich jetzt. Meine Verehrung, Majestät. Okay, möchte irgendein Frosch was abnehmen? Ein Froschkönig, Wir Ritter der Tafelecke. Och komm, Leute. Tafel. Oh Gott, das ist mies. Das ist schon echt mies. Nein, wirklich. Ja. Wer ist das? Glenn, seid ihr auch vorsichtig? Natürlich, natürlich. Wow. Was sind das? Knechte Gegner? Ja, das sind die aus dem Kloster. Zack, ein Schlag, der macht die tot. Respekt. Nirvana-Stoßbomb. Quark. Na komm. Das war ja mal einfach. Ah, Glenn. Pass auf, Glenn. Das Schwert, das Masamune. Was ist das? Ach, stimmt, das ist der Ober-Ober hier. Was bist du ohne dein Schwert? Ach, ich gebe mich nicht, noch nicht geschlagen. Cyrus, halt nicht mehr lang durch. Ah. Wie, während ich sie in Schach halte. Ja, das ist wahrscheinlich der, also den einen kennen wir ja schon. Magus. Okay, das ist also unser Endgegner. Neben Lavos. Und zack. Bums. Okay, der hat einiges drauf. Cyrus. Nein. Lauf, Glenn, Philly. Die Königin beschütze Lena. Oh mein Gott, er brennt. Na, oh mein Gott. Wow. Okay. Oh, Sturz. Ja, ich war einfach zu begeistert von dieser Szene. Ja, nicht, das ist für die damalige Zeit doch bestimmt schon einiges gewesen. So eine ziemlich gute Cutscene hier. Ich glaube, er ist dieser Typ, der runtergefallen ist. Und das ist 10 Jahre her. Uiuiui. Ein tragisches Schicksal. Deswegen, na, das erklärt, warum er versucht, die Königin zu schützen. Er hat das geschworen. Besuchen wir ihn. Ach, der wohnt in der Höhle. Na super, ich dachte, so ein Magus, der hat ja voll das Schloss. Gut, ja. Gut.
Ich behalte immer Marle dabei, die kann heilen. Ja.